Guten Tag, meine lieben Zuschauer, und seid herzlich willkommen zu einem neuen Spiel Dead by Daylight, glaube ich. Scheiße. Egal. Auf jeden Fall, diese Videos kommen nicht allzu oft. Ich wollte jetzt mal das erste Video mal damit anfangen. Noch einen kleinen Cut. Sag ich euch, um was es überhaupt in dem Spiel geht. Denn dieses Rundensuchen dauert hier verdammt lange in diesem Spiel. Und aus dem Grund macht es es mir um einiges einfacher, ja, hier was zu finden. Wir sind dann nach einem kleinen Cut wieder und ja, dann sind wir mal einer Runde und kämpfen gegen den Mörder. Und schon geht's los! Es geht los! Juhu! Ja, endlich! Okay. Wir sind die Überlebenden. Und ich habe natürlich den Ladescreen vergessen. Den werde ich vielleicht auch rausschneiden, wenn er zu lange dauert. Aber ich habe das Spiel frisch gestartet. Vielleicht wird das ja was. Sonst wurde es nie was. Sonst habe ich da mal so knapp 10, 15 Minuten in meinem Ladescreen gesessen. Und ich habe die Cam-Farbe so ein bisschen anders eingestellt, weil hier ist es sonst viel zu dunkel, obwohl da eine Lampe steht, ist es hier viel zu dunkel. Ich hoffe auch, dass der Sound stimmt. Ich habe ein bisschen an Sachen umgestellt. Ich nehme mit 50 FPS auf, das werdet ihr auf YouTube einstellen können. Mit 60 FPS kann ich nicht aufnehmen, weil, weiß ich nicht, das Game ruckelt bei mir nicht. Aber OBS und das kann ich mir bis heute nicht erklären. Aber gut, ne? Machst du nix. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nicht zu laut werde. Wenn ich jetzt schon zu laut war, werde ich mich wahrscheinlich runtergepegelt haben und ihr werdet das gar nicht merken, ne? Gut, ne? So, er scheint fertig zu sein. Guten Tag, meine lieben Freunde. Und seid herzlich willkommen zurück. Ich muss das Spiel einmal neu starten, weil es abgeschmiert ist. Super, ne? So, auf jeden Fall sind wir jetzt der Mörder. Mit dem ich übrigens überhaupt nicht umgehen kann. Also wird das ein tolles Match. 2 Minuten nach Aufnahmestopp bin ich der Mörder. Also, ihr seht, hier habe ich eine Falle. Die Falle kann ich mit Maus 2, also meiner rechten Maustaste, legen. Und das sollte ich auch schlau machen. Und ja, ich muss jetzt natürlich die anderen daran hindern, die Motoren anzumachen. Das geht natürlich am besten damit, wenn ich sie umlege, ne? Ich kann natürlich auch selbst in meinen Fallen treten, das geht auch. Ist natürlich nicht empfehlenswert. Kann ich mir nicht auch in den Schrank? Ah, genau, ich kann in den Schränke gucken. Das wusste ich ja. Wenn da jemand natürlich drin ist, dann ist er natürlich ganz schnell am Arsch, ne? Alter, fast in meine eigene Falle gelaufen. Da ist einer. Mich nicht, Kollege. Er kann sich jetzt natürlich frei machen und ich mache das. Wir nehmen dich mal wieder mit, ne? Ja, das liebst du doch. Ja. Das muss ich natürlich retten, aber der Kandidat hat es nicht geschafft. Ja.
für Kollege. Die hat mich. So, ich drehe das jetzt natürlich durch. Wenn ich noch ein bisschen doof aussehe, dann liegt das daran, dass ich mich verdammt konzentrieren muss auf dieses Spiel. Hm. Und weil ich halt hier ein Display habe und da ist die Cam. Das daran liegt das auch vielleicht. Da ist einer. Na du. Ich nehme dich mal mit, ne? Ich hoffe, du denkst, du hast nichts dagegen, ne? Er kann sich natürlich auch frei machen, das Ding ist, ich weiß nicht, wo die Haken sind. Na du? Was ist denn? Ich guck mal, ob das da... Alter. Ich guck mal, ob das da... Genau, das sind immer die Haken. Selbst kann ich mich eh noch nicht damit aus, das ist gerade mein viertes Match. Die anderen können die jetzt natürlich befreien. Das Ding ist, ob sie es schaffen, das ist Zufall. Ich krieg den eh. Na du? Na? So. Der eine wurde wieder freigemacht. Ja, wir müssen wahrscheinlich sterben, derjenige. Der wird abkacken, Junge. Ja. So, was man auf jeden Fall hier wissen muss, ist die Tatsache, dass die Leute mich hören an einem immer höheren Herzschlag und ja, das Ding ist, ich bin meistens schneller als sie, also dürfen auch keinen Fehler machen, sind sie instant tot und ja, sie müssen jetzt halt alle Generatoren anmachen. Und dann ja, entsteht halt für die ein, wie nennt man es, ein Ausgang, genau. Und ja, dann können sie sich halt frei, wenn die den öffnen können. Ich muss halt auch öfters in die Schränke gucken, weil da hauen die gerne mal ab. So.
Na du? Guck mal, der hat sich versucht zu verstecken, hat aber nicht so geklappt, glaube ich, wie es sollte. Dann häng ich dich mal an, ne? Halt's Maul. So. Das Spiel ist noch in der Beta und kann bei Steam erworben werden. Link wird in der Beschreibung sein. Ja. Nochmal 1200 Punkte. Läuft doch. Muss ich wahrscheinlich nur das Gras noch recht gut in den Augen behalten. Weil der wird sich jetzt wahrscheinlich vor mir verstecken wollen. Das lasse ich aber nicht zu. So. Wenn übrigens ein Match zu lange geht, das muss man ja auch gesagt haben, wenn sowas eintreffen sollte, dann gewinnt die Seite, also immer ich. denn ich bin ja der, der die töten soll. Nein, dann gewinnen die, wenn zum Beispiel jetzt von den Vieren drei übrig sind, dann gewinnen, glaube ich, die. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Letztes Mal war es so, dass sie verloren hatten, weil nur noch einer von ihnen da war. Aber gut. Ich bin übrigens so aufs Game konzentriert, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich hier so laber, ne? Alter, auf Dauer muss ich ja schon sagen, zieht sich das jetzt hier. Ob ich ihn finde. Er hat sich verraten. Ich habe es geschafft, sie nicht rauszulassen. Die Zeit ist um. Finde ich aber auch in Ordnung, denn, Alter, das hat sich echt gezogen. Ja, Brutalität. Opfer. Guck mal, da kann man richtig gut Money von machen, auf jeden Fall. Alter, muss ich ja schon sagen, das war krass. Der hier hat 15.000 Punkte gemacht. Der kam raus? Eigentlich nicht. Aber wir können ja sogar upgraden. Das hat komischerweise mal nicht so lange. Wo ist nämlich noch Level 1 der Typ? Der Typ, ja. Schalte die Tarnfähigkeit frei beim Stillstehen für 6 Sekunden. Verkleinerst du deinen Terrorradius. Ja, ist halt super. Ja. Beinhaltet eine unbekannte Belohnung auf jeden. Sehr seltenes Addon, okay. Der Schleifstein. Kann ich erstmal direkt alles kaufen. So, machen wir direkt nochmal den Level up hier. So, jetzt schon mal Level up. Kann ich auch. Genau, ich muss ja jetzt hier den noch ausrüsten, Ausstattung. So. Vergabe, kann man das hier ruhig reintun, das ist alles super. Add-ons. Den hier, den Schleifstein. Der Schleifstein schärft die Klingen der Bärenfalle. Okay.
Gut, das ist jetzt ausgewählt und der hier ist auch gut. Und gut, da haben wir jetzt 2 von 3 oder 2 von 4 Sachen ausgewählt. Ja, den hier generell. Kann ich auch anpassen schon? Nee, noch nicht. Ja gut, Charakter wechseln. Gegenstand hier. Ich habe da mit dem auch schon gespielt. Es kann auch sein, dass ich den auch schon hier machen kann. Aber er scheint mir nicht so. Ja gut, das war erstmal die erste Folge von Moment. ja, super. Dead by Daylight. Ich wollte einmal in meinem Leben noch den richtigen Namen sagen. Und ja, bis zum nächsten Video von Dead by Daylight. Adieu.